bei einer Gala wirst du geladen, da sind irgendwelche Leute, die dich vielleicht auch gar nicht kennen. Und die zu überzeugen, das macht besonders viel Spaß. Ich habe Hochzeiten bespielt, Kindergeburtstagen, Beerdigungen. Naja, wer es da schafft, schafft es überall. Ich meine, die Stimmung ist ja nicht Bombe, ne? Du stehst da so, hey, noch ist er da. Ich habe kein Konzept, wenn ich auf die Bühne gehe bei einer Gala, sondern ich gucke, wie sind sie drauf und wie kriege ich sie. Und dann habe ich so meine Frau gefragt, ich sage, Schatz, bin ich zu dick? Und sie, warte, ich komm rum. Es ist eigentlich ein komprimiertes Best-of aus 4 Programmen. Was steht hier? Erfahrung. Genau, schau mir tief in die Augen. Wenn ich schnipse, ist das Lesen weg. Wenn ich das zweite Mal schnipse, ist das Lesen wieder da. Lies mir einfach nur vor, was da steht. Okay? Ayuarving. Hm? Ayuarving. Was steht hier? Bitte? Ach so, du kannst ja auch nicht lesen. Ja. Was steht hier? Erfahrung, genau. Dadurch, dass ich so viel Material habe und dieses Material auch kann, weil ich halt die Programme parallel spiele, kann ich halt auch relativ schnell umswitchen. Also wenn ich merke, okay, die sind eher auf einer Kabarettschiene, kann ich eher auf die Nummer gehen. Ich habe einen guten Witz zu Trump gehört. Was grenzt an Dummheit? Mexiko und Kanada. Wenn ich merke, okay, die sind eher so Ballermann unterwegs, das kann ich auch. Liebe Frauen, wenn ihr in so einer Situation seid, dass euch ein Typ auf den Keks geht, es gibt den ultimativen Killersatz, damit es jedes Gespräch beendet. Und er stimmt auch inhaltlich, ich hab's geprüft. Die guckt den Typen an und sagt, und wussten Sie, dass es einen Borstenwurm gibt? Und wenn man dem weiblichen Borstenwurm das Gehirn entfernt, wird er männlich. Bäh! Ich habe so viel Material, dass ich immer umschwenken kann, auch währenddessen. Oh, das war eine Kontaktlinse. Ich würde mich selber als sehr warmherzig beschreiben. Ich habe wirklich den Anspruch, dass sich jeder bei mir wohlfühlt. Und ich möchte ja, dass die Leute gemeinsam mit mir Spaß haben. Nehmt euch in den Arm, macht Sex, macht irgendwas. Wenn jeder umarmt wird, dass keiner Angst haben muss, selbst wenn er auf die Bühne kommt. Zieht mal dran, ist das präpariert, ist er nicht so tuntig, richtig zieht. Ist da irgendwas mit? Aber nein, Ingo. Jeden Abend kommen andere Leute auf die Bühne und die Nummer ist immer anders. Zieh. Finger oben drauf und einen zweiten Knoten. Wenn ihr auf einer Waldorfschule gewesen seid, dürft ihr jetzt auch eine Schleife machen. Und zieh, nimm das, genau, richtig zieh, tut mir weh, zieh. Wie ist das für dich, jetzt so mal körperlich zu arbeiten? zieh. Mir ist ein Miteinander sehr wichtig. Also man guckt mir nicht einfach nur zu und da kaspert einer rum. Wie viele Minuten nehmt ihr mir, um hier wieder rauszukommen? Eine. Bist du irre? Eine Minute ist Weltrekord. Wie lange habt ihr denn für so einen Knoten gebraucht, ihr Buben? Und ich habe ja wirklich auch nur Zaubertricks im Programm, die echte Knaller sind. Also wo selbst Kollegen da sitzen und sagen, keine Ahnung, wie der Vogel das da macht. Wartest du, dass der Zeiger nach oben kommt? Sag mal, wer verarscht hier gerade wen? Warte mal gerade. Was hier so lila anläuft, sind meine Hände. Das tut gerade hier Hölle weh. Du kannst auch Viertel nehmen. Du musst mit ihm reden. Nein, ein bisschen höher. Und es kann keiner sagen, dass die sich eine Mühe gegeben haben. Ich sag mal, ich gehe mit 4 Stunden, 5 Stunden Programm auf die Bühne, werde meistens für eine halbe Stunde gebucht und wenn es gut läuft, wird es auch länger. Ich habe immer auch ein paar Sachen, wo ich so ein bisschen auf die Firma eingehe. Ich habe eine Geschichte ganz am Ende, wo auch der Firmenname nochmal eine Rolle spielt. Ich möchte halt, dass man sich eine Show öfters anschaut und dass sie auch vielseitig ist. Und das ist nicht abgesprochen und es ist keiner bezahlt, oder? 1000 Dank, ihr Lieben.